Brot aus dem hiesigen Dutch Oven von Jules. Leute, viel mehr backen unterwegs. Moin, wir sind immer noch in der wunderschönen Schweiz unterwegs und ja genau, wir sind in der Schweiz unterwegs. Ich sitze jetzt hier aber alleine. Das liegt daran, dass der liebe Markus krank im Puck liegt. Ich war Anfang der Woche krank, bin aber wieder auf den Beinen. Mir geht es schon viel, viel besser. Ihr hört es vielleicht noch ein ganz bisschen. Ja, und jetzt hat es Markus erwischt und ich habe mir überlegt, ich überrasche ihn heute mit einem frisch gebackenen Kürbisbrot aus dem Dutch Oven und habe mir so gedacht, hey, ich nehme euch einfach mal mit, denn ihr fragt mich immer wieder, oh, Jules, back doch mal wieder ein Brot im Dutch Oven. Hast du da ein Rezept? Wir trauen uns nicht so ganz an den Dutch Oven dran. Und ja, in den letzten Wochen habe ich sehr, sehr viel gebacken. Hauptsächlich aber im Omnia-Backofen und im Nonna Aurelia. Und das macht mir auch immer einen Heidenspaß. Für mich ist aber das Kochen bzw. das Backen mit einem Dutch Oven irgendwie nochmal eine andere Nummer. Beim Brot mit den Kohlen über Glut, das macht einfach total Spaß. Oder auch einfach über Feuer. Ich habe die letzten Wochen auch ein paar Mal so einen tollen Gemüseeintopf über Feuer gemacht. Das ist einfach noch mal eine ganz andere Nummer als mit dem Campingbackofen über Gas. Und ja, da jetzt ja der Herbst so langsam mit schnellen Schritten heraneilt und ich gestern im Supermarkt den ersten Kürbis bekommen habe, habe ich mir gedacht, hey, das Kürbisbrot heute, das werde ich mal im Dutch Oven backen. Und da möchte ich euch einfach mitnehmen. Die Zutaten stehen hier schon. Ich würde sagen, jetzt nicht lang schnacken, los geht's. Ja, das Wetter hier lässt vielleicht noch den Sommer vermuten, denn es ist wirklich noch mal richtig, richtig warm geworden. Aber was soll ich sagen? Man merkt doch, dass es so langsam Herbst wird. Also abends ist es hier echt schnell dunkel, nachts ist es wirklich schon richtig frisch. Und woran merke ich immer, dass Herbst wird? An den Kürbissen im Supermarkt. So auch gestern, als ich einkaufen war. Ich habe gesehen, es gibt die ersten Kürbisse, habe mich super gefreut. Denn was ich am Herbst liebe, sind Kürbisse. In wirklich jeder Form. Ob als Kürbisbrot, als Kürbisscones, als Kürbissuppe oder leckeres Kürbisofengemüse. Wir essen richtig, richtig gerne Kürbisse. Und ich habe gestern direkt einen Kürbis mitgebracht und habe mir gedacht, hey, morgen gibt es ein schönes, frisches Kürbisbrot und dann mache ich auch noch mal Kürbisofengemüse. Und ja, das Brot möchte ich heute gerne mit euch backen und es ist ein Hefeteig. Falls ihr vielleicht so eine Hemmschwelle bei Hefe habt, dieses Rezept ist wirklich super einfach. Wir gehen das auch gleich Schritt für Schritt durch. Da kann gar nichts mehr schief gehen. Das genaue Rezept mit allen Mengenangaben findet ihr wie immer auf unserem Blog. Und ich würde sagen, jetzt nicht lang schnacken, backen. So, bevor wir jetzt mit dem Teig starten, noch eine Info zum Rezept auf unserem Blog. Das Rezept ist mit Weizenmehl gebacken. Das funktioniert auch wunderbar, haben wir früher immer so gemacht. Wir haben aber vor über einem Jahr unsere Ernährung komplett umgestellt und sind auf Vollkornmehl gewechselt. Deswegen backe ich das Brot heute mit einem schönen Dinkel Vollkornmehl, funktioniert aber genauso mit normalem Mehl. Ich nehme immer ein bisschen mehr Flüssigkeit bei Vollkornmehl, das verlinke ich euch aber, beziehungsweise schreibe ich im Rezept einfach dazu. Dann kann nichts mehr schief gehen. Ich würde sagen, wir starten jetzt. Das sind die Zutaten. Ich habe jetzt gerade schon mal, damit ihr nicht warten müsst, Butter und Milch ein bisschen warm gemacht, nur lauwarm. Und das wird jetzt mit der Hefe, mit einem Päckchen Trockenhefe vermischt. Ihr könnt natürlich auch frische Hefe nehmen. Ich habe aber gerade nur Trockenhefe zur Hand, deshalb ein Päckchen Trockenhefe hier mit rein. So, das Ganze schön verrühren. Das kommt jetzt zum Mehl, das habe ich hier auch schon vorbereitet. Dann das Ganze ein bisschen durchrühren. So, und dann habe ich schon den Kürbis vorbereitet. Und zwar habe ich einfach den Kürbis mit ein bisschen Wasser aufgekocht, damit er weich wird und dann mit einem Pürierstab zu Mousse verarbeitet. Denn genau dieses Mousse kommt jetzt gleich in den Teig. Wenn ihr keinen Pürierstab zur Hand habt, könnt ihr auch einfach eine Gabel nehmen. Und wenn noch so ein, zwei Stücke da drin sind, ist das gar kein Problem. Das schmeckt sogar total gut im Brot nachher. Und ja, jetzt geben wir das Kürbispüree hier einfach noch zu. Und jetzt kommt, ja, bei Hefeteig, wie soll es anders sein? Kneten. So, und jetzt geben wir einfach alle anderen Zutaten dazu, kneten das Ganze nochmal, auch wirklich nochmal gute 5 Minuten kneten. So sollte das Ganze jetzt aussehen. Ein schöner, homogener und fluffiger Teig. Und das Ganze decken wir jetzt ab, lassen das für 30 Minuten gehen. Und dann kommt der nächste Schritt. Und das Gute ist, bei dem Wetter stelle ich den Teig einfach in die Sonne.
So, während unser Teig geht, erzähle ich euch jetzt ein bisschen was zu unserem Dutch Oven. Und zwar haben wir den Dutch Oven FT4,5 von Petromax. Das sind so ungefähr 3,5 Liter. Und ich würde sagen, ja, der reicht im Prinzip so für 2 bis 4 Personen. Das ist wirklich unser Standard Dutch Oven. Da kochen wir drin, da backen wir drin, für 2 Personen wirklich super. Und auch als ich die letzten Wochen in der Feuerküche mal so einen schönen Eintopf gekocht habe, da haben wir beide wirklich gut 2 Tage von gegessen. Also das reicht wirklich wunderbar aus. Und die Besonderheit an diesem Dutch Oven ist, dass er Füße hat. Also es gibt diese Dutch Oven eben auch ohne Füße. Wir haben in diesem Fall einen mit Füßen. Diese Füße haben den Vorteil, dass wir ja gleich das Brot backen, und zwar mit Kohlen. Das heißt, wir hitzen gleich Kohlen richtig schön durch und dann kommen unten Kohlen hin und oben Kohlen. Also man hat im Prinzip eine schöne Unterhitze und eine Oberhitze. Ja, ihr könnt es euch denken, wenn man Füße hat, kann man natürlich die Kohlen vom Dutch Oven ganz wunderbar darunter platzieren. Und der große Vorteil bei uns, der Dutch Oven passt perfekt in unsere Feuerschale, die wir immer dabei haben. Hier haben wir jetzt zwar auch so eine feste Feuerstelle, aber wenn wir normal unterwegs sind, nutzen wir in der Regel immer unsere Feuerschale. Da haben wir auch die letzten Brote drin gebacken und das funktioniert wirklich ganz wunderbar. Und den Dutch Oven möchte ich wirklich nicht mehr hergeben. Ich hatte am Anfang so gedacht, ja, über Feuer kochen, ist das nicht schmutzig? Ist das nicht voll kompliziert? Wie macht man das mit der Hitze? Und ich muss sagen, nein, es ist super einfach, wenn man so ein bisschen Gespür dafür bekommen hat. Es macht einfach mega Spaß. Gerade wenn man so einen Eintopf über Feuer köcheln lässt und dann immer was dazu kippt und umrührt. Das hat so was richtig Rustikales. Gleiches gilt, finde ich, fürs Brot. Wenn ich ein Brot im Dutch Oven backe, ja, für mich ist das einfach super rustikal. Danach schön auf dem Holzbrettchen anschneiden. Richtig toll, macht mir einfach großen Spaß. Und gerade über Feuer, wenn man einen Eintopf macht, kann man auch, sich auch einfach so ein bisschen rantasten. Also man merkt ja, wenn die Flamme richtig heiß ist und es richtig kocht und man möchte aber, dass es nur ein bisschen köchelt, dann lässt man es halt ein bisschen runterbrennen oder tut halt einfach ein bisschen Holz zur Seite. Das geht wirklich wunderbar. Bei den Kohlen ist es für mich so, es kommt immer wieder die Frage, ja, woher weißt du denn, wie viel Kohlen? Also tust du da einfach ganz viele drauf oder gibt es da irgendwie, ja, wie funktioniert das? Und das funktioniert wie folgt. Entweder ihr habt euch ein Dutch Oven Kochbuch gekauft, wo genau dabei steht, bei welchem Rezept wie viel Kohlen oben und unten hinkommen. Oder ihr habt ein Rezept auf dem Blog gefunden, wie bei uns, wo ich auch dazu schreibe, wie viel Kohlen wir verwendet haben. Oder es gibt auch einfach Online-Tabellen, wo ihr nachgucken könnt, welche Hitze durch wie viel Kohlen entsteht und wie viel oben, wie viel unten. Oder ihr macht es so wie ich. Ich habe jetzt schon mehrfach Brote im Dutch Oven gebacken. Da weiß ich mittlerweile genau, wie viel Kohlen richtig sind. Und ich probiere es jetzt einfach aus bei diesem Brot. Also ihr seid live dabei. Ich hoffe, es wird unten richtig schön knusprig und braun und nicht schwarz. Aber so mache ich das eben zum Beispiel auch bei Omnia, bei Rezepten für den Omnia oder bei Rezepten für den Nonna. Da gucke ich im Prinzip einfach, ah, okay, der letzte Kuchen hat so und so lange gebraucht, auf so, die Flamme musste so und so hoch. Und dann probiere ich das einfach aus und taste mich langsam ran. Ich meine, was soll passieren? Im schlimmsten Fall ist es unten ein bisschen dunkel, dann wird es beim nächsten Mal besser. Mein erster Kuchen im Omnia hatte auch richtige Röstaromen. Ich habe nicht aufgegeben, einfach weiter ausprobiert und habe mittlerweile so ein gutes Gespür. Gerade bei der Flamme bei uns im Wohnwagen, weil da habe ich jetzt schon so viel drauf gemacht, dass ich da mittlerweile wirklich genau weiß, ah, beim Brot so und so hoch und so lange. Also wirklich richtig gut. So, und dann fragt ihr euch vielleicht noch, was hat es mit diesem Teil auf sich? Das ist ein Gusseiseneinsatz. Und zwar die ersten Brote, die ich im Dutch Oven gebacken habe, waren unten sehr, sehr dunkel. Und irgendwie hat sich das auch nicht verbessern lassen, indem ich einfach weniger Kohlen genommen habe. Und dann habe ich mehrfach den Tipp bekommen, versuch es mal mit so einer Platte. Und die kommt jetzt einfach unten in den Dutch Oven rein und da kommt das Brot drauf. Und ich muss wirklich sagen, es funktioniert wunderbar. Die ist jetzt bei mir immer dabei. Seitdem brennt mir unten kein Brot mehr an. Ich hoffe diesmal auch nicht. Also wenn ihr da auch Probleme habt, kann ich so einen Gusseinsatz auf jeden Fall empfehlen. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal nach dem Teig und bevor Fragen kommen, alle Sachen, die wir hier benutzen, also den Dutch Oven, dieser Einsatz oder auch gleich der Anzündkamin und so weiter, findet ihr unten verlinkt in der Videobeschreibung. Also wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, schaut da einfach vorbei und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal nach dem Teig. So, eine halbe Stunde ist um und der Teig ist richtig schön aufgegangen. Ich muss dazu sagen, mit Weizenmehl gehen bei mir Teige immer noch mal ein bisschen besser auf als mit Vollkornmehl, aber er hat sich trotzdem schön verdoppelt, von daher alles super. Wir kneten den jetzt noch mal kurz durch und dann kommt er in Dutch Oven. Und ich lege jetzt schon mal, also ich bereite jetzt schon mal den Dutch Oven vor. Und zwar kommt eben das Rost, von dem ich gerade erzählt habe, legt man einfach hier unten rein.
Und dann kommt Backpapier rein. Und bei Backpapier gibt es noch einen Trick. Wenn ihr Backpapier jetzt nicht mühsam zuschneiden wollt, dann könnt ihr Backpapier einfach ein bisschen nass machen. So. Dann könnt ihr das nämlich besser in die Form legen. So. Seht ihr das? Dass das jetzt wirklich sich richtig schön hier einfach reinlegen lässt. Also, ich kann es euch mal zeigen. Schaut mal, das funktioniert wirklich richtig gut. Das ist wirklich so mein Tipp. Backpapier nass machen, dann erspart man sich das mühsame Zusammenschneiden und Reinlegen. So, jetzt knete ich das Ganze noch einmal schön durch. So, und jetzt merke ich zum Beispiel, dass der Teig wirklich sehr, sehr klebrig ist. Und damit ich den besser da reinlegen kann, hole ich mir immer einfach noch ein bisschen Mehl. Das habe ich jetzt nicht vorbereitet. So, also einfach ein bisschen Mehl noch drüber geben. Ich mache auch gerne noch mal was in der Hand, dann lässt sich der Teig an den Händen ein bisschen besser ablösen. So. So, jetzt forme ich das Ganze noch zu einem schönen Leib. Übrigens, wenn man nicht so voll gemehlt aussieht wie ich, dann habt ihr was falsch gemacht. So, und das Ganze kommt dann hier in den Dutch Oven. So, wir haben das Ganze jetzt in den Dutch Oven gegeben, werden das jetzt hier drin nochmal, ja gut, eine Viertelstunde bis 20 Minuten gehen lassen, dass es nochmal größer wird. Währenddessen können wir schon mal die Kohlen anfeuern. Und ich möchte gerne noch mal eine Sache sagen. Und zwar werde ich immer wieder gefragt, boah Jules, wenn du backst, ist das nicht total nervig, wenn du danach so teigige Hände hast, so wie ich jetzt gerade? Ja, zuallererst, also meine Lieblingsrezepte sind die, wie zum Beispiel unser Universalteig. Den verlinke ich euch mal hier oben. Da machen wir immer Wraps oder Pfannenbrot mit. Und da ist es wirklich so, wenn ich den Teig mache, der wird mit Olivenöl gemacht, dann knetet man so lange, bis das wirklich ein richtig homogener Teig ist. Die Hände, da ist gar kein Teig dran und auch an der Schüssel wird wirklich der komplette Teig weggeknetet, dass die Schüssel quasi nachher auch sauber ist, beziehungsweise richtig leicht zu reinigen. Ja, aber ihr seht, dann gibt es eben auch Rezepte wie dieses hier, wo die Hände nun mal einfach ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen werden. Da mache ich als allererstes immer, ich nehme ein bisschen Mehl in die Hände und reibe dann über der schmutzigen Teigschüssel einfach einmal die Hände. Und wenn man das dann wirklich ein bisschen macht, dann seht ihr, die Hände sind wirklich schon mal viel sauberer und das, was noch dran ist, kann man wirklich ganz wunderbar einfach mit Seife abwaschen. Wir haben es ja schon mal vorgestellt, immer von Dr. Bronner unsere Seife dabei. Es gehen natürlich auch alle anderen Seifen. Beziehungsweise, da müsst ihr auch einfach so ein bisschen eure Seife finden, weil ich finde, es gibt da schon Unterschiede. Oder auch, man könnte ja auch Spüli nehmen oder so. Aber wie gesagt, wir sind eben bei dieser Dr. Bronner Seife gelandet. Verlinke ich euch unten mal. Schreibt aber auch gerne mal, wenn ihr da noch coole Tipps habt. Also ich weiß zum Beispiel, einige schwören ja auch darauf, die Hände wirklich nur unter kaltem Wasser zu waschen, weil dann der Teig besser abgeht und nicht unter warm. Dann habe ich auch schon gehört, viele sagen auch bloß unter lauwarm. Also schreibt gerne mal, wie ihr nach dem Teigkneten eure Hände sauber kriegt. Was ich euch aber sagen kann, schmutzige Hände oder mehr zum Spülen sollte euch nicht davon abhalten zu backen, weil es macht einfach so viel Spaß und ich muss sagen, ich gehe dann auch gerne spülen, weil ja, wir haben jetzt hier irgendwie eine schmutzige Schüssel und klar, ich habe das hier gerade so ein bisschen aufdrapiert, das müsst ihr aber natürlich nicht machen, das habe ich jetzt fürs Video gemacht, ihr könnt das dann einfach direkt in die Schüssel geben und zum Beispiel bei dem Rezept habe ich dann eine Schüssel und einen Topf schmutzig und irgendwie einen Esslöffel, also es hält sich wirklich in Grenzen. So, und ich würde sagen, jetzt nicht lang schnacken, diesen Teig lassen wir jetzt gehen. Wir zünden derweil mal unsere Kohle an und ich würde sagen, auf geht's. So, ich habe unseren Anzündkamin schon mal geholt. Wofür ist ein Anzündkamin jetzt eigentlich wichtig? Im Prinzip wollen wir ja die Kohlen so richtig schön durchheizen, dass wir nachher, wenn wir die auf und unter den Dutch Oven legen, dass wir so richtig schön Hitze haben. Und man könnte jetzt natürlich einfach die Kohlen in die Feuerschale kippen, die da durchheizen und dann da oben drauflegen. Das dauert aber relativ lange und der Anzündkamin ist dazu da. Wir legen hier die Kohlen rein. Hier unten ist ein Rost drin, dass die nicht bis ganz unten durchfallen. Dann stellen wir den in die Feuerschale und zünden unten drunter zwei so Anzünder an. Und durch den Kamineffekt, der im Anzündkamin entsteht, gehen die Kohlen, werden die halt richtig, richtig schnell heiß, glühen komplett durch und sind innerhalb in der Regel so von einer Viertelstunde komplett durchgeglüht und sind benutzbar. Und genau das machen wir jetzt. Also, ich lege zwei Anzünder hier unten hin. Das Coole ist, im Anzündkamin ist auch ein Loch drin, das man gleich noch schön anzünden kann.
So. Und ich habe ja gerade schon gesagt, wie viel Kohlen nimmt man? Ja, und ich habe mich da einfach an meinem Ciabatta-Brot-Rezept orientiert. Ich verlinke euch das hier auch mal. Dann könnt ihr, wenn ihr auch mal ein Ciabatta backen wollt, das funktioniert auch ganz wunderbar, ob im Omnia oder im Dutch oder im Nonna, richtig gut. Und da war das so, 14 Kohlen kommen oben drauf, 8 Kohlen kommen unten drauf. Markus hat es mir vorhin noch mal nett erklärt, weil ich meinte so, boah, ich kann mir nie merken, wo mehr Kohlen hinkommen. Und er hat gesagt, das ist doch total logisch, weil Hitze steigt ja nach oben. Das heißt, man will obendrauf mehr Kohle haben, weil da ja die Hitze quasi nach unten muss und unten drunter, die muss nach oben. Das heißt, oben kommt mehr drauf. Kann ich mir jetzt auf jeden Fall immer merken. Und ich würde es jetzt einfach mit 22 Kohlen ausprobieren. Ich mache immer so 2-3 mehr Kohlen warm, falls mal eine zerbricht oder so, dass ich da wirklich auch schöne Kohlen habe. Und jetzt wirklich ganz simpel. Kommen hier einfach Kohlen rein und jetzt muss ich aufhören zu reden, ich muss nämlich mitzählen. 1. So, 24 Kohlen sind drin. Jetzt mache ich hier unten die beiden Anzünder an und jetzt heißt es warten. Jetzt freue ich mich auch, wenn das Brot gleich abgebacken wird. Ich habe nämlich so ein kleines Hüngerchen. Also, bis gleich. So, die Kohlen sind durchgeglüht. Hier ist jetzt eine Mega-Hitze. Es ist hier sowieso schon total warm, jetzt noch zusätzlich warm. Und was wir machen, wir werden jetzt die Kohlen in die Feuerschale kippen. Dann werde ich mir hier unten den Deckel hinstellen, werde mit der Grillzange schön die Kohlen oben drauflegen, die 14 Stück. Dann die 8 da drin drapieren, den Dutch draufstellen, fertig ist. Ich habe dazu Lederhandschuhe, weil es natürlich alles super, super heiß ist. Und ich würde sagen, selbst ist die Frau. Ja, wir kippen das jetzt alles mal rein. Und vorsichtig, das ist jetzt wirklich sehr, sehr heiß. Ah, wunderbar. So, in das Brot, was übrigens wunderbar aufgegangen ist, habe ich jetzt noch ein X geritzt. Ich finde das nämlich immer super schön. Und ja, bevor jetzt die Kohlen weiter durchglühen, lege ich jetzt wirklich einfach hier oben drauf 14 Stück. Unten 8 und unten achte ich drauf, dass die Mitte frei bleibt. So sieht das Ganze jetzt aus. Also ihr seht, ich habe wirklich versucht, das gut zu verteilen, dass wirklich überall eine schöne Hitze ist. So sieht das Ganze jetzt hier in der Feuerschale aus. Jetzt stelle ich den Dutch hier drauf. Jetzt kommt der Deckel drauf. Vorsicht, das ist jetzt natürlich sehr heiß. Wir nehmen da meistens, es gibt entweder einen Deckelheber oder es funktioniert auch einfach, wenn ihr so einen Schürhaken nehmt. Ja, und ganz ehrlich, das war's jetzt schon. Jetzt heißt es nur noch 30 bis 35 Minuten abwarten. Ich finde, es ist super simpel. Man muss das halt einmal verstanden haben, dass eben die Hitze hier nicht durch Feuer kommt, sondern eben durch diese Kohlen. Dass es wichtig ist, dass die Kohlen durchgeglüht sind vorher, also wirklich richtig schön durchgeglüht sind, aber eben auch nicht zerfallen. Das ist so das, worauf man bei den Kohlen ein bisschen achten sollte. Anzündkamin kann ich wirklich mega empfehlen. Es geht einfach wirklich so viel schneller. Und ja, Unterhitze ist da, Oberhitze ist da. Ich würde sagen, da kann doch nichts mehr schief gehen und ich freue mich, Markus gleich ein schönes, frisch gebackenes, heiß dampfendes Brot reinzubringen und dann mit ihm, ja, das Brot zu genießen, zu probieren und ich hoffe, es schmeckt. Drückt die Daumen, dass das Brot richtig gut wird. Ich freue mich. Es macht immer einfach so Spaß und ich meine, sieht das nicht einfach richtig, richtig cool aus? Also, bis gleich. Also von oben sieht es schon mal super aus. Oh, das kann definitiv noch. Hätte ich nicht gedacht. Dann geben wir dem Ganzen noch mal 10 Minuten. 42 Minuten sind um. Ich gucke jetzt noch mal nach. Also von oben sieht es immer noch super aus. Und von unten. Also schaut doch mal, wie perfekt das von unten aussieht. Ich würde sagen, das ist gut. Wir machen hier noch mal den Klopftest. Ja, das ist gut. Also ihr Lieben, ich bin echt begeistert. So. Es riecht fantastisch. Sogar unsere Campingnachbarn haben gerade gesagt, oh, was backst du denn da? Es riecht ja richtig lecker. Und wir lassen das Ganze jetzt noch ein bisschen auskühlen. Und dann würde ich sagen, werden wir mal probieren. Und da auch wirklich wir. Denn Markus freut sich schon richtig auf... Markus ruft gerade schon rein. Er freut sich auf eine Scheibe warmes Brot. Ja, und ich würde sagen... Auf geht's, probieren. So. So, ihr Lieben, das Schlafen bei Markus hat geholfen. Er hat gesagt, hey, ich komme doch noch mal mit vor die Kamera zum Probieren. Ich möchte vor allem ein Brot essen. Ja.
Es ist auch ein bisschen Hunger getrieben. Und so. Dieser Duft immer, der dann ins gut, ne? Wohnwagenfenster rein schwappt. So. Hm. Ja. Und ich würde sagen, Markus darf das Ganze jetzt heute mal anschneiden. Markus darf das mal anschneiden? Sie, ja. Sehr so. Gut. Sehr, sehr schön. So. Mmh. Also sieht schon richtig gut aus. Und? Mmh. Ist gut geworden? Mmh. Mmh. Man muss definitiv sagen, mit Weizenmehl wird es fluffiger und es geht fluffiger auf. Das haben wir insgesamt bei Vollkorn. Aber ist überhaupt nicht plätschig oder so. Ist richtig, richtig lecker. Ach, sehr schön. Auch jetzt Scheiben und so. Mmh. Lecker. Ja, es hat ein bisschen Gesüße. Ja, ist drin. Auch ein Sirup. Mmh. Ich habe auch Honig für dich bereitgestellt. Ja, aber erstmal brauche ich Butter. Gute Butter. Gute Butter auf dem Tisch. Ja, so sehr schön. Und, kann man so machen? Muss man so machen. Bist du auch direkt gesünder? Spontanheilung. Wie wir geblasen. Ich habe heute wieder gemerkt, Backen im Dutch Oven macht einfach mega Spaß. Also wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt, ich kann es euch nur mega empfehlen. Es ist so rustikal, es ist einfach, es macht Spaß und es ist wirklich nicht schwer. Also wenn man das einmal weiß, wie das mit den Kohlen funktioniert, ist es wirklich ruckzuck gemacht, macht einfach Spaß und man hat danach wirklich einfach ein schönes Brot. Ich finde es immer noch so absurd, weil also für mich wird es wahrscheinlich immer bleiben, Backen beim Campen einfach so absurd. Also wenn du jetzt eine große Kabine hast du, ein großes Wohnmobil und da ist ein Backofen drin, ja klar. Aber so irgendwie, und es funktioniert halt super. Das ist überhaupt mega. Nicht surreal, aber... Ah, cool, dass das gut geworden ist. Das ist immer so, ich freue mich dann immer, wenn das Brot fertig ist und es ist gut geworden, weil man denkt die ganze Zeit so, hoffentlich klappt das mal, hoffentlich wird das gut, hoffentlich wird das gut. Und es ist einfach so ein schönes Gefühl, wenn man nachher weiß, cool, das habe ich selbst gebacken. Ich muss ja den Rest der Zeit nur noch essen, ne? Ja, ja, okay. Du musst jetzt nur noch essen. Wir sind jetzt natürlich super gespannt. Backt ihr auch gerne im Dutch Oven? Backt ihr überhaupt gerne unterwegs? Habt ihr das mit den Kohlen schon mal gemacht? Habt ihr auch so was Surreales, wo ihr sagt, das kann ich jetzt unterwegs und es macht total Spaß? Und viel wichtiger, liebt ihr die Kürbissaison auch so sehr wie wir? Backt ihr auch du, gerne? Vor allen Dingen, du. Ja, ich. Habt ihr noch coole Kürbisrezepte? Schickt sie uns gerne. Wir verlinken unsere Top 3 Kürbisrezepte auch mal unten in der Videobeschreibung. Kürbisbrot, Kürbisscones und ein richtig leckeres Ofengemüse kann ich sehr empfehlen. Das Brot wird natürlich auch verlinkt. Auch für einen normalen Backofen. Auch für einen normalen Backofen. Das kann man übrigens auch wunderbar verschenken. Also ich habe das auch, wenn ich es zu Hause gemacht habe, schon total oft schön fertig gemacht. Na dann, hallo, ich habe dein Kürbisbrot mitgebracht, bitte. Nein, aber richtig schön verpackt, also kann man wirklich richtig gut 80 machen. 80 Jahre verheiratet, oh, herzlichen Glückwunsch, hier ein Kürbisbrot. Nein, aber wirklich, also es kommt immer richtig, richtig gut an. Ich habe auch gerade unseren Campingnachbarn schon eine Scheibe versprochen. Ich bin gespannt, wie es denen schmeckt. Ja, schreibt es wie immer alles gerne in die Kommentare. Wir freuen uns wie immer sehr auf den Austausch mit euch. Ich habe mich ja komplett weggelassen aus der Abmoderation. Ja, du hast gesagt, du wolltest nur noch essen. Ja. Ja, schön, dass ihr mich zugeschaut habt. Wir sind auf jeden Fall gespannt und freuen uns wie immer auf den Austausch mit euch. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer total gerne einen Daumen hoch da. Oder ein Abo. Da würden wir uns wie immer sehr drüber freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.